Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich befinde mich hier im Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath und wir haben gute Zahlen zu vermelden. Rund 265.000 Menschen im Kreis Mettmann haben bereits eine erste Impfung und wir haben insgesamt 194.000, die sogar beide Impfungen hinter sich haben. Das sind gute Werte, aber man muss deutlich sagen, das reicht noch nicht, um die geforderte Herdenimmunität zu erreichen. Deshalb ist meine große Bitte, wir haben zum ersten Mal reichlich Impfstoff. Sie erinnern sich, in den letzten Monaten mussten wir beim Land mehrmals nachfragen, mehr Impfstoff zu bekommen. Jetzt haben wir reichlich Impfstoff und damit haben wir auch reichlich Termine im Impfzentrum. Sie können also über die Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung oder auch online Impftermine im Impfzentrum in Erkrath buchen. Machen Sie davon Gebrauch. Denn eins ist klar, die Fachleute sagen uns, dass wir im Herbst eine vierte Welle erwarten. Und die vierte Welle wollen wir alle nicht haben. Wir wollen nicht wieder zurück zu den Beschränkungen. Wir wollen nicht wieder das, was wir gerade an Freiheiten gewonnen haben, wieder aufs Spiel setzen. Und das setzt voraus, dass wir alle bereit sind, uns impfen zu lassen. Und das gilt auch für diejenigen unter Ihnen, die bereits eine erste Impfung haben. Bleiben Sie sicher, es wird nötig sein, die zweite Impfung abzuholen, damit Sie den vollen Schutz genießen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie nur einen teilweisen Schutz und das heißt, Sie sind wieder gefährdet bei Infektionen. Deshalb meine große Bitte, kommen Sie ins Impfzentrum, wenn Sie noch nicht geimpft sind, holen Sie sich die Termine bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir sind für Sie da und es ist wirklich ein schneller Durchgang und der Schutz wird dann für Sie bereit sein. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, genießen Sie den Sommer, aber vergessen Sie nicht, sich impfen zu lassen.